Der Wolf und seine Rückkehr nach Salzburg wird ja zurzeit lebhaft diskutiert. Zu den Unterstützern des Wolfs zählt der Naturschutzbund, der um Sympathie für das Raubtier wirbt. Der Wolf habe seine Existenzberechtigung auch in Salzburg. Herdenschutz für Nutztiere sei das zentrale Thema, um ein Miteinander von Mensch und Wolf zu ermöglichen, so die Naturschützer. Auf dem Hof von Georg Höllbacher in Vegaum bewachen drei Maremanos, das sind Schutzhunde aus den Abruzzen, eine Herde Tiroler Braunschafe. Der Landwirt ist seit 7 Jahren in 2 Pilotprojekte involviert zum Schutz von Schafen gegen Wölfe. Einerseits durch Elektrozäune. Nur muss ich halt dann beim Gelände aufpassen, dass die Einsprungmöglichkeiten nicht sind. Bei einem Schutzzaun ist das zu beachten, dass ich nicht einzäune, sondern dass ich auszäune. Und da sind die Raubtiere gemeint. Und das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt unter dem Aspekt. Wenn ich schaue, wie ich die Geländeführung mache und den Zaun aufstelle, dann habe ich schon mal sehr gut gewonnen. Herdenschutzhunde sind aus seiner Sicht noch effizienter. Doch die sind nicht für jeden Landwirt geeignet. Man muss sich mit dem intensiv auseinandersetzen und man darf die Tiere nicht als Kuscheltiere sehen. Man muss akzeptieren, was der für Aufgabe hat. Der ist in diese Schafherde sozialisiert. Und seine Aufgabe ist, alles, was in diese Herde, in die er sozialisiert ist, eindringen will, zu verteidigen, zu vertreiben. Es wird irgendwo Annäherung brauchen. Die Wanderer können nicht mehr alles tun, was sie bis jetzt immer getan haben, aber die Hunde müssen sozusagen andere Eigenschaften entwickeln, die sie vorher nicht gehabt haben. Und dann brauche ich einfach Hunde, die den Wanderer akzeptieren. Das ist was, was ich in der Sozialisierung dem Hund durchaus beibringen kann. Herdenschutzhunde werden vorwiegend in der Schweiz und in Italien gezüchtet. Einen gut ausgebildeten zu bekommen sei schwierig. Man muss die Hunde selbst trainieren und in die Schafherde integrieren. Eine aufwendige und kostspielige Schutzmaßnahme. Ja, wir sind überzeugt, dass die Gesellschaft diese Kosten tragen muss, weil es darf die Bevölkerung, die betroffene Bevölkerungsgruppe hier nicht zum Handkuss kommen. Das heißt, es muss der Gesellschaft was wert sein, dass wir ein natürliches Arteninventar wieder zurückbekommen. Der Wolf kehrt ja zurück. Und deshalb macht sich der Naturschutzbund stark für die Rückkehr des Wolfs in seine ursprüngliche Heimat, auch wenn das von anderen kritisch gesehen wird. Der Wolf wird vieles verändern, weil der Wolf stellt unsere Gesellschaft vor eine Herausforderung. Und wir werden nicht nur die Landwirte, sondern auch die Touristen, auch die Jagd. Auch wir als Gesellschaft müssen uns letztendlich an den Wolf anpassen. Das sehen nicht alle so. Verschiedene Interessensgruppen, unter anderem aus der Landwirtschaft, fordern sogar einen wolfsfreien Ostalpenraum.